Das Besondere an dem Markthall ist natürlich die Internationalität. Das Besondere ist die Vielfalt. Das Anregende in jeder Beziehung, der Treffpunkt. Unterm Strich ist man eine große, nette Familie. Sie müssen denken, ich war 15, wo ich hier angefangen habe. Das ist der Bauch von Stuttgart und ich hoffe, dass es auch lange so bleiben wird noch. Der Bauch von Stuttgart. Noch ist er leer, aber das wird sich schnell ändern. Schlag 5 Uhr macht dieser Mann seine erste Runde. Der Hausmeister ist eines von vielen Gesichtern, denen man in Stuttgarts frische Tempel täglich begegnet. Sefi Bekcic führt ein strenges Regiment, wie sich später noch zeigen wird. Ganz Hausmeister eben. Die ersten Händler. Meist sind die vom Obst und Gemüse früh dran. Doch schon bald erwacht die ganze Markthalle. Wo kommen die her? Die kommen jetzt aus Island, beziehungsweise beide. Das ist ein Steinbeißer. In gut 2 Stunden betreten die ersten Kunden die Stuttgarter Markthalle. Bis dahin müssen alle Stände ihre Waren eingeräumt haben. Alles frisch, alles gut, alles edel. Die Händler haben einen Ruf zu verteidigen. Der Obst- und Gemüsestand der Ragosniks, eine Institution. Bald 50 Jahre gibt es diesen Stand, geführt in zweiter Generation von Dagmar Ragosnik und ihrem Mann. Der kauft gerade auf dem Großmarkt frische Ware ein. Müsste gleich kommen. Frau Ragosnik, ist das nicht hart, so jeden Morgen so früh aufzustellen? Doch, eigentlich schon. Aber man gewöhnt sich dran. Also, ich meine, ich mache das jetzt seit 34 Jahren. Irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Wann geht's bei Ihnen los und wann ist Schluss abends? Also, los geht es in der Regel um 17:30 und Schluss ist um 19:45. Hier sind die frischen Pilze. Okay. Wo sind die jetzt her? Deutsche noch? Nee, sind jetzt Südafrika. Deutsche ist jetzt vorbei. Okay. Und was kosten die heute? Das gleiche so wie gestern. Heribert Ragosnik bringt frische Pilze. Täglich mindestens ein Highlight, das muss sein. Die Kunden sind anspruchsvoll. Deshalb hat er ganz besondere Feigen vom Großmarkt mitgebracht. Ah, die Franzosenfeigen. Die sind sehr schön. Hier ist der Wunderschön. Sie sind ja schon eine Ewigkeit an diesem Stand. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Auswärts. Ich habe immer gesagt, ja, auswärts. Wir haben uns auswärts kennengelernt und dann habe ich mal gesagt, ich helfe hier Samstag. Und dann bin ich hängen geblieben. Und wie alt waren Sie dann? 15. Hausmeister Sefi Bekcic sieht alles. Bei ihm herrscht Ordnung. Hola, chica. Nicht ein Krümel darf herumliegen. Schauen Sie bitte nachher, das ist alles die Ecke sauber, okay? Okay. Ja. Wenn Sie fertig mit Ware, muss man das nur aufräumen. Das ist der Weg. Okay? Alles klar. Frau Renate, nachher, wenn haben Sie ein bisschen Zeit? Da haben Sie nachher, wenn haben Sie Zeit, schauen Sie unten ein bisschen Papier, okay? Ist okay. Alles klar. Schauen Sie plus die Kiste, dass Sie nicht ab 11 Uhr alle die Wege, da sind alle sauber, ja, ja. Bitte, okay? Ja, alles klar. Einkaufen und gucken. Touristen trifft man hier fast immer. Als eine der schönsten Markthallen Europas ist sie in unzähligen Fotoalben verewigt. Aber der Besuch in der Markthalle gehört nicht nur für Touristen zum Programm. Im oberen Stock holen sich viele Stuttgarter ihre Inspiration. Edles Geschirr, Accessoires, Möbel und schöne Dinge aus aller Herren Länder. Die Firma Merz und Benzing ist hier vor 20 Jahren eingezogen. Und die Chefs sind gerade dabei, die Sofastoffe für die nächste Saison auszuwählen. Für das Ghost-Sofa. Ja, wollte ich dir einen vorschlagen, weil ich denke,
Ich fände es schon witzig, wenn wir das Orange nochmal aufgreifen. Das ist doch auch im Musterbuch irgendwo drin. Da ist es so ähnlich gemacht. Und das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich finde es schon schön. Die beiden sind vor 20 Jahren mit einem völlig neuen Konzept angetreten. Edles für Haus, Hof und Garten als Ergänzung zu den Marktständen. Dann Zettel drunter und ich schreibe mir die Nummer trotzdem. Man könnte so ein ganz bisschen sagen, dass ich eher die weiblichen Dinge mache, wie ein bisschen Mode und Stoffe, Schmuck und so weiter. Und mein Bruder eher so die männlichen Dinge, falls man überhaupt so sagen kann, Küche, Garten. Und die exotischen Sachen. Aber es ist ein Zusammenspiel von uns beiden. Teure Deko-Gegenstände aus Asien und Afrika? Dort, wo man sonst Gurken und Zwiebeln kauft? Heute gehört es für viele Menschen dazu. Erstmal bei Merz und Benzing reinschauen. Frisch eingetroffen. Ein Kristallleuchter aus Ägypten. Knapp 800 Euro wird er im Laden kosten. Ich hätte schon ein Plätzchen, wenn Sie gerade um die Ecke fahren. Ja. Gleich hier. Aber wo kann der Leuchter seine Pracht am besten entfalten? Schließlich ist die Präsentation der Ware ganz entscheidend. Ist das so ein bisschen immer so, dass Sie auch mitentscheiden, wo was hinkommt? Oh ja, aber da habe ich auch Mitarbeiter wie Herrn Errieten, die sich da traumwandlerisch bewegen. Und da muss ich nur noch Wünsche äußern und das funktioniert ganz gut. So, verehrte Gäste, ein herzliches Grüß Gott zu diesem Spaziergang, den wir miteinander vorhaben. Führungen durch die Markthalle. Viel gefragt und oft ausgebucht. Das Angebot ist toll. Sollten Sie jemals im Leben an Appetitlosigkeit leiden, kann ich Ihnen nur empfehlen, machen Sie einen kleinen Spaziergang und Sie sind sofort geheilt. Also die Markthalle ist einfach auch für uns Stuttgarter natürlich immer ein Anlaufpunkt zum Gucken, zum Riechen, zum Schnuppern, zum Einkaufen, zum Ideen sammeln. Wenn Sie mal was Besonderes kochen wollen, hier bekommen Sie alle Zutaten rund um den Erdball. Auch das tägliche Lüften gehört zum Job des Hausmeisters. Und wer sich an ihn dranhängt, bekommt seltene Einblicke in die Markthalle. Der erste Schwung Einkäufer ist durch und drei Stockwerke tiefer holt Dagmar Ragosnik Nachschub für ihren Obst- und Gemüsestand. Was geht denn am besten im Augenblick? Jetzt geht richtig viel Obst. Also Trauben, Feigen, Kaki. Dann beim Gemüse geht der Kürbis jetzt schon richtig gut. Salate gehen noch, das sind noch deutsche Freiland. Was mögen Sie denn so am liebsten im Winter? Wir essen eigentlich immer das, was übrig bleibt. Und wenn jetzt bei uns viel Blumenkohl, Brokkoli oder so übrig bleibt, dann gibt es eben die ganze Woche das. Also bei uns aber alles, das ganze Personal isst das, was abends in der Kiste übrig bleibt. Oben am Stand ist gerade der Seniorchef zu Besuch. Ein halbes Jahrhundert hat er hier gearbeitet. Dann hat der Sohn übernommen. So schön wie jetzt der Stand ist, war er bei mir nicht. Das war eine andere Zeit. Jetzt hat man vier andere. Mehr Zeit für alles und ja, ja gut, mal mehr Zeit, aber so wie es heute hergerichtet ist, man ich war schön hergerichtet, aber so schön so wie jetzt. Man hört es, Vater und Sohn Ragosnik sind Österreicher, hier mit der Familie in den 60er Jahren. Sein Sohn Heribert, der den Stand übernommen hat, ist quasi hier aufgewachsen. Er hat die Hausaufgaben in der Markthalle gemacht und nachmittags am Stand geholfen. Vater Ragosnik war bald 50 Jahre in der Markthalle. Aber wenn er heute mal zu Besuch ist, kommt man kaum an ihn ran. Als einer der ersten Ausländer in der Markthalle wurde er misstrauisch beäugt. Auch weil er schon 1963 Bioprodukte verkaufte. Ich weiß. Wir waren einer der ersten Kunden von Demeter. Ja, und haben hier einkauft beim Herrn Ragosnik bei seiner Frau. Sie, die Frau Amann, war ein kleines Kind, wie sie zu mir gekommen ist. Ich komme voll regelmäßig, ich jede weiß, Woche. Der Samstag ist das, heilig. Das, mein Sohn sagt es mal, aber ja. Ich frage immer, ist der noch da oder ist sie noch da oder der noch da? Sagt er, ja, ist noch da. Wir bleiben seit Generationen treu, gell? Oh, das freut mich.
das freut mich wirklich. So, und wann hat er mal Zeit für uns? Ja, danke. Die Prominenz von Stuttgart, die hat nachher da einkauft. Sehr viele waren da bei uns. Und auch gewöhnlich, das war gemischtes Publikum eigentlich. Aber früher hat es keinen Nanz und keinen Tengelmann und das nicht gegeben. Kein Rewe, ist alles in die Markthalle gekommen und hat natürlich in die Markthalle Gemüse gekauft. Was hat sich dann verändert? Wie ich hergekommen bin in der Markthalle, da waren erstens einmal waren sehr viele Stände. Da oben waren auch Stände. Da waren die Filterbauern oben. Da oben war der Pferdemetzger in oberen Stock. Dann Blumenhändler waren in oberen Stock und so weiter. Erst mit der Zeit hat der Pferdemetzger aufgehört, der ist auf Cannstatt gegangen und so weiter. Der Schnitzer, der die Blumen oben gehabt hat, und der Hoffmann, der die Blumen gehabt hat. Und dann hat der Merz und Benzing übernommen. Es war praktisch ein Segen für die Markthalle da oben. Der Blumenladen von Merz und Benzing im Erdgeschoss der Markthalle. Hier und im oberen Stock sollen Kunden schon für mehrere Stunden verschollen gewesen sein. Vielleicht ist das der Grund, weshalb man hier einen Wachhund beschäftigt. Das ist die Paula, unsere Markthallenprotagonistin. Unser lebendes Kunstwerk hier. Ein toller Hund, eine französische Bulldogge, die unser aller Maskottchen geworden ist. Und ist hier ein Stück Original der Markthalle geworden. Läuft hier auch immer rum, ne? Läuft hier frei rum und bringt oft die Leute zu Irritation, weil sie denken, ja, wo gehört jetzt der Hund hin? Und bis es dann rauskommt, dass es hier der offizielle Merz- und Benzing-Hund ist. Und Paula kennt sich hier richtig gut aus. Laufen wir also einfach hinterher. Wichtig als Gärtnerskinder, dass es hier richtig gutes Werkzeug gibt, mit dem man arbeiten kann, das nicht nur schön aussieht, sondern auch richtig was taucht. Das setzt sich fort in allerhand Gerät, das man im Gartenbau braucht. Das ist eins unserer Prunkstücke, ein La Cornue-Herd, eine französische Herdschmiede der allerersten Stunde. Man kann sagen, das ist der Rolls-Royce der Herde. Ist auch vom Preis natürlich unbedingt Spitzenklasse. Das heißt, was muss ich denn für so einen Rolls-Royce in der Küche anlegen? Ah, hier der Herdblock jetzt selber liegt um die 30.000 Euro. Man kann also in der Markthalle nahezu alle Sinne und Gelüste befriedigen. Und schließlich musste hier auch schon ein Mordfall aufgeklärt werden. Hallo, Gächter. Mit dem Bienzle-Tatort setzte der Fernsehkrimi der Markthalle ein ganz besonderes Denkmal. Der ist schon länger wie eine Stunde tot. Genauer geht's nicht. Nein, tut mir leid. Hat's einen Kampf gegeben? Ein Mord und das auch noch am Stand der Ragosnix? Ja, das war da nebenan. Da war auch ein Obst- und Gemüsestand. Der hat damals zum Teil zu uns gehört. Also es war mein Mann, seine Schwester, die den Laden hatte. Und ja, da richtig ein Opfer, gell? Da also der so Tatort war ihr Obst und Gemüse? Ja, direkt hier vor uns. Genau, genau. Und wer war der Mörder? Wissen Sie es noch? Oh. Wer war der? Ja, das war der Sohn. Geisha! Der Papa will das Messer. Gibst du's ihm? Papa soll nicht weggehen wie die Mama. Und danach sind noch so viele Leute reingekommen, die einfach nur aufgrund vom Tatort in die Markthalle gekommen sind. Die Markthalle vorher nicht gekannt haben und viele sind dann auch ganz arg neugierig geworden, weil wir unten drunter ja nochmal, im Grunde genommen nochmal drei Stockwerke haben. Das haben die Leute alle gar nicht gewusst. Die Markthalle hat ja eine endlose Geschichte, die ich jetzt ganz kurz zusammenfassen möchte. Denn diese Markthalle, so wie Sie sie heute sehen, hat ja einen Vorgänger. Ich darf Ihnen mal ein Bild zeigen von der alten Markthalle. So hat die ausgeschaut. War also sehr stark inspiriert von den Hallen in Paris. Der eine oder andere von Ihnen wird es vielleicht noch kennen. Und diese alte Markthalle war genau halb so groß wie diese hier. Die alte Markthalle, 1864 gebaut, gestiftet von König Wilhelm I. Die Marktfrauen sollten geschützt vor Wind und Wetter ihre Produkte feilbieten können. Hunderte von sogenannten Körblesfrauen verkauften ihr Obst und Gemüse direkt aus den Körben.
Doch die Halle wurde zu klein und 1914 durch den Bau der jetzigen ersetzt. Entworfen von dem gerade mal 27-jährigen Martin Elsässer. Zu Spitzenzeiten verkauften hier 400 Händlerinnen ihr Obst und Gemüse. Ein Gourmet-Restaurant in der Markthalle wäre damals noch undenkbar gewesen. Heute betreibt Holger Loos insgesamt 3 Gastronomien in der Markthalle. Das Restaurant Empore im ersten Stock ist eines davon. Auf geht's, Jungs, bis wir Gas geben. Jetzt. Guten Appetit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende Ihnen. Es gab unten eine bestehende Gastronomie, die schwäbische, das Marktstüble. War sehr klein und mehr zur Versorgung mit Kaffee und einem leichten Mittagessen für den Marktbeschicker. Es wurde auch das ein oder andere Viertel getrunken. Dann kam meinem Vater die Idee, hier im ersten Stock, da war nur ein Blumenstand, ein Vorhang, die Empore aufzubauen. Mit einem Gourmetstand sollte es beginnen, dass wir auch 100 Gramm Salami verkaufen, und Meeresfrüchte und auch kochen und bedienen natürlich mit weißen Tischdecken. Das wurde natürlich von den Marktbeschickern zuerst mal belächelt und es wurde auch prognostiziert, dass innerhalb von 4 Monaten sind wir wieder weg, weil ein Gourmetstand in der Markthalle ist undenkbar. Man muss dazu sagen, das war damals noch die Zeit, wo die Markthalle mehr zur Versorgung der Grundbedürfnisse da war, vom Kopfsalat über Sauerkraut, über frische Äpfel und auch natürlich Bananen, aber noch nicht so feinkostmäßig, wie es jetzt ist. Ne? Dass die Markthalle auch nach 100 Jahren noch steht, ist ein kleines Wunder. Im Krieg wurde nahezu die ganze Stuttgarter Innenstadt zerstört, aber die Halle kam mit ein paar Kratzern davon. Schnell blühte der Handel wieder. Doch was der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat, hätten beinahe die Stuttgarter Gemeinderäte geschafft. In den 70er Jahren sollte die Halle einem multifunktionalen Neubau weichen. Beachschuppen oder Turnhalle, alles war im Gespräch. Der bekannte SWR-Moderator Wieland Backes machte sich damals auf, um die Markthallenkunden zu befragen. Auch Proteste können nichts mehr daran ändern. Die Tage der Stuttgarter Markthalle sind gezählt. Was sagen Sie denn dazu, dass die Markthalle abgerissen werden soll? Das ist ja schrecklich, sag ich. Denn ich bin als kleines Kind schon hergekommen. Das ist aber ein Witz. Das ist ja unmöglich. In jeder Stadt gibt es eine Markthalle. Und das ist eine Schnapsidee, die Markthalle abzubrechen. Ja, die wird nicht abgerissen. Sind Sie sich sicher? Ja. Das ist doch unter Naturschutz, ne? Die reißen sie nicht ab. Und wenn wir sie trotzdem abreißen würden? Ich reiße sie nicht ab. Und warum nicht? Weil das Altertums ist. Gerade mal mit einer Stimme Mehrheit stimmte der Gemeinderat gegen den Abriss. Und diesen Blick hätte dann niemand mehr genießen können. Das ist Renate Riele, Stammkundin in der Markthalle seit bald 40 Jahren. Zweimal in der Woche hier einkaufen, das muss sein. Die Münchnerin kam vor langer Zeit der Liebe wegen nach Stuttgart. Für sie ist die Markthalle eine der wichtigsten Anlaufstellen. Hier bekommt sie alles, woanders kauft sie nicht ein. Riele, aber endlich, ja. Geht's? Ja, gut. Die Zwiebeln brauchen wir. Dann nehmen wir 3 rote. Mhm. Und nein, überhaupt nicht. Und der ist wunderschön. Ah ja, der ist schön sauber machen. Na ja, das kenne ich den ja. So, so genehm. Und schön saftig, oder? Wunderbar. Frau Losnick, was hat es denn mit diesem Namen hier auf sich? das ist unsere Denkstütze. Also alle Kunden, wo kommen, wo 2 oder 3 Mal bei uns eingekauft haben, fragen wir in der Regel nach dem Namen. Weil jetzt 2 Wochen nicht da war, ich noch relativ neu. Dann gehen wir immer ganz schnell zu unserer Säule und schauen, wie hieß er. Und dann haben wir ihn auch, das ist Merkzettel. Unsere Denk, ja. Ist das für Sie dann auch wichtig oder angenehm, dass man Sie kennt, dass man Sie mit Namen anspricht? Das ist mir sehr wichtig, ja. Ich fühle mich dann einfach aufgehoben. Ich finde das schön, das ist was Besonderes. Einen Stock tiefer. Wie geht's dir heute? Gut. Geht viel los? Ja, jetzt sind viele Veranstaltungen, weißt du. Es ist einer der unzähligen Gänge im Bauch der Halle. Der Hausmeister ist auch für die fachgerechte Müllentsorgung zuständig. Tonnenweise Abfall verlässt täglich die Halle. Ja, was soll das jetzt hier? Der Aufzug läuft hinten, gell? Ja, Bruder, ja.
Langsam. Komm. Das ist Biomehl. Immer. Keine Minute Pause. Komm, Vicky. Manchmal schwitzen wir. Bei uns Kollegen normal ist verboten zu schwitzen, aber muss man. Dankeschön, schönen Tag noch. Das Besondere ist nämlich diese enorme Konstruktion da oben. Schauen Sie, das Äußere der Markthalle ist ja sehr gut angepasst an die damals noch intakte Stuttgarter Innenstadt. Während das Innere ja schon sehr modern ist, diese konstruktiven Teile, die man da oben sehen kann, die sichtbar zu machen, war für die damalige Zeit etwas vollkommen Neues. Die Führungen der Stadt Stuttgart sind so beliebt, dass das Angebot ausgebaut werden muss. Es ist wohl die Mischung aus Gaumenfreuden und Geschichtsstunde. Die Markthalle ist ja anfänglich auch ein Großmarkt gewesen. Und da war natürlich die Frage, wie schafft man hier mitten in den Kern der alten Stadt die Waren hinein? Und da hat man einen Spezialwagen gebaut, der an die Straßenbahn angehängt wurde. Der wurde dann vollgeladen mit allen möglichen Körben und Köffern und Wägele. Und dann tuckerte die Straßenbahn durch die Stadt bis vor in die Dorotheenstraße und dann wurde von Hand der Anhänger abgekoppelt und hier reingezogen. So hat es tatsächlich mal ausgeschaut. Die Geschichte der Markthalle ist auch ein Stück Einwanderungsgeschichte. Bestens zu sehen an diesem Stand. Hier gibt es italienische Spezialitäten aus dem Hause Di Gennaro. Den ersten Schinken brachten sie vom Heimaturlaub mit. Heute besitzen Michele und Antonio Di Gennaro einen der größten Stände in der Markthalle. Und weit mehr als das. Michele und sein Bruder Antonio beliefern mittlerweile ganz Deutschland mit italienischer Feinkost. Vielen Dank. Verführen auf Italienisch. Damals war das Nebenarbeit gedacht. Damals war das als Nebentätigkeit gedacht. Damals haben wir in der Fabrik gearbeitet. Und wir haben einen Pkw gehabt, mit dem wir abends ein paar Lebensmittel an unsere Landsleute verkauft haben. Wir haben mit 600 D-Mark angefangen. Und mit einem Fiat 1500, den wir über die Volksbank Plochingen finanziert haben. Das ist bald 50 Jahre her. Heute ist Di Gennaro ein großes Unternehmen. Aber Sie sind nicht alle Familie, oder? Und doch ist der Stand in der Markthalle für die italienischen Geschäftsleute besonders wichtig. Denn hierher kommen Menschen aus der ganzen Welt. Endlich gibt es auch bei der Markthallenführung etwas zu probieren. Schmeckt doch gleich ganz anders, wenn man es so schön präsentiert bekommt. Frisches Obst war schon immer ein Teil der Erfolgsgeschichte. Lange bevor es Supermarktketten gab, versorgte der Stuttgarter Frische-Tempel die Kunden mit Früchten. Halbiert man einfach, dann können Sie diese ledrige, gummiartige Haut einfach abziehen. Genau. Wie schmeckt es Ihnen? Lecker. Gut. Ja? Genau, die Traube ist eine blaue Muskattraube aus Frankreich. Eine Weintraube? Dann geht es weiter mit dieser Melone. Das ist eine Papaya. Eine Papaya. Okay. Genau, sieht so aus, wenn sie halbiert wird. Kommt aus Brasilien und ist aber auch. So mit Vitaminen versorgt, lassen sich auch wieder ein paar Infos zur Markthalle aufnehmen. Und wenn Sie darüber schauen, wir sind am Marktstüble. Wenn man in Stuttgart was erfahren wollte, traf man sich im Marktstüble. Dazu kam nämlich, dass man wusste, der beste Kartoffelsalat in ganz Stuttgart, den gibt es hier. Es ist die Familie Hagdorn mit ihren Mitarbeiterinnen. Die waren den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Kartoffeln zu schälen
und Kartoffelsalat zuzubereiten, weil wirklich unglaubliche Mengen verspeist worden sind. Und ich habe mich kürzlich mit dem Wirt unterhalten, der jetzt drauf ist, der Herr Loos. Und er hat erzählt, dass die Oma von Hagedorns in dem Kabäuschen gesessen ist, als er schon nichts mehr gesehen hat, aber immer noch Kartoffeln geschält hat. Die lange Nacht in der Markthalle. Zweimal im Jahr hat Stuttgarts Genusstempel bis 23 Uhr geöffnet. Für viele Besucher ein Grund, extra zu kommen oder extra lange zu bleiben. Es ist einer der umsatzstärksten Tage, zumindest im Restaurant Empore. Wer hier einen Platz kriegen will, sollte reservieren oder viel Zeit mitbringen. Das ist leider unser gutes Italienisch, ist ausgegangen. Wir haben viele, viele Stammkunden, die gerne essen gehen. Das sind dann mittags die Geschäftsleute, auch die Damen, die gerne beim Bräuninger sich einkleiden oder in der Umgebung hochwertigen Schmuck kaufen, die einfach einen kleinen Mittagsimbiss oder Mittagssnack nehmen. Das geht dann nachmittags weiter, wo viele Geschäftsleute einfach sitzen bleiben nach dem Lunch. Und am Wochenende natürlich ganz, ganz viele Leute auch vom Umland, die einfach tolle Produkte hier in der Halle zu kaufen suchen und sich einfach gut gehen lassen. Auch unten bei der Markthallenführung muss keiner hungern. Jetzt schauen Sie mal, das sieht doch richtig toll aus. Oh, der steht auch schon bereit. Oh, der ist aber schnell weg jetzt. So, dann darf ich Ihnen jetzt Herrn Weizoglu vorstellen. Herr Weizoglu. Griechische Spezialitäten für die Markthallentouristen. Und dazu, warum nicht einen Schluck schwäbischen Sekt? Genau. Auf die Markthalle würde ich mal sagen. Zum Wohlsein. 22 Uhr, mehr geht nicht. Die Halle ist voll wie selten. Es ist, als ob sie alle den 100-jährigen Geburtstag dieses Baudenkmals feiern wollen. Einem Haus, das allen Krisen getrotzt hat. Der Bauch von Stuttgart, das pralle Leben. Doch bei all der ausgelassenen Partystimmung muss zumindest einer den Überblick behalten. Hausmeister ist man eben auch, wenn die anderen feiern. Ananas-Cocktails am Stand der Ragosniks. Aber wohl nicht mehr lange. Ja, dann hören wir einfach auf. Wie spät haben wir denn? Es geht alles aus. Die letzte Ananas nach 14 Stunden Arbeit. Da darf man ja auch müde und kaputt sein. Trotzdem gibt es noch eine Liebeserklärung an die Markthalle. Also ich könnte mir nirgends anders vorstellen zu arbeiten. Und ich habe auch gesagt, ich gehe in 10 Jahren in Rente, das mache ich definitiv, weil wir haben einen 12- bis 14-Stunden-Tag und das 6 Tage in der Woche. Aber ich habe gesagt, ich werde mit Sicherheit vielleicht einen Tag hier weiterarbeiten, weil der Kontakt mit den Kunden und auch mit dem Obst, das gefällt mir sehr. Das ist mein Leben. Was wünschen Sie denn der Markthalle zum Geburtstag? Ach, nochmal gesunde 100 Jahre. Weitere 100, 200 Jahre viel Erfolg. Die soll so bleiben, wie sie ist. Dass sie weitere 100 Jahre bleiben. Das erlebe ich dann zwar nicht mehr, aber das ist egal. Noch weitere 100 Jahre in der Form und nicht als Disco, Club oder Snackbar. Sag mir, Quando, sag mir, wann ich dich wiedersehen kann. Normalerweise kommen